Willkommen zurück zu Apex Legends. Diesmal wieder mit Julia und nein, es ist nicht Apex Legends Showdown. Wir machen jetzt das Finale von dem Krypto-Easter Egg. Season 6 ist ja bald da. Nächsten Monat kommt es ja schon. Irgendwie verging es diese 5 wie im Flug. Ich weiß auch nicht warum. Also ganz komisch. Der Turbo wurde eingelegt, so. So, jetzt starten wir. Ja, als Ab ob die. geht's. Nein, ich habe wirklich das Gefühl, als wenn die so eine Woche weggenommen haben oder zwei. Ich habe keine Ahnung. Es ist ganz komisch. Habe ich aber auch irgendwie das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, die ist etwas kürzer als die vierte. Die vierte war echt unglaublich lang. Und dabei war sie genauso lang wie die fünfte. Das ist ja das Lustige. Die dritte war halt unglaublich lang mit 140 Tagen oder so. Ich glaube, bei der vierten war halt auch einfach, du hattest ja auch dazwischen noch Weihnachten und Januar und so. Oder war es die dritte? Das war die dritte. Das ist nämlich genau die lang. Ach du Scheiße. Naja, ist ja auch egal. Wir haben in den letzten Easter Stimmt, Egg. die war auch, die war unglaublich lang. Auch die Ja, vierte war lang. die war auch die lange, ja. 140 Tage ist nicht wenig. Nee, die war echt übel lang. Bunker müsste der da sein, meiner Meinung nach. Falls es der Nee, den nicht habe ich ist, verkackt. dann ist der irgendwo da hinten, aber ich glaube, das ist der nicht. Ich glaube, da, wo ich gepinkt habe, Gott, da müssen wir irgendwie jetzt hinkommen. Ja, du Kann ja bist der lustig bessere werden. Flieger, du machst das schon. Ja, ich probiere mein Bestes. Die Schwester von Krypto soll ja angeblich die neue Legende werden. Kann gut sein. Wäre auf jeden Fall lustig, mal ein bisschen familiäre, wie nennt man das? Ja, Familienmitglieder mit reinzubringen. Ich glaube, hatten wir noch gar nicht hier in Epics. Nein, hat man noch nicht. Anders als zum Beispiel in Rainbow. Da gab es das, da gibt es das ja schon. Aber wie souverän! Noch einmal kurz runter und. Ja, komm, also. Ah, ja, kann man sagen, was man will, aber ich hab das mittlerweile echt gut drauf. Hat aber auch ewig gedauert. Es war so klar, dass er gleich wieder angibt, ey. Ja, Mama. ganz ehrlich, ich bin selber impressed, weil Ja! ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. So, Bunker auf. Hui. So. Erstmal kurz Uff, da Waffen da. schnappen. Uff, da, uff, da, uff, da, da. Na toll, eine Hemlock leckt mir am Arsch. So. Nee, lass mal. Okay, dann halt nicht. Ich werde jetzt meine Drohne benutzen. Ja, mach mal. Und mal schauen. Da ist es tatsächlich. Was der dritte Teil zu bieten hat. Vielleicht erfährt man ja sogar was über die letzte Map. Die neue. So, da ist es. Hallo, aktivieren. Darf ich? Da. Hallo. Da habe ich den Schlüssel hin. Zack, let's go. Nachricht 3. Von 3. Sie wussten nicht, dass die Türen Overrides hatten. So bin ich entkommen. Auch von den Hintertüren in ihrem Sicherheitsarchiv wussten sie nichts. Ich bin in Sicherheit. Und? Halte den Ball flach. Aber du musst wissen, sie arbeiten für diesen Typen. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er beobachtet dich. Von innen heraus. Wahrscheinlich Revenant. Vertrau mir. Und sei vorsichtig. Es lebe die Familie. Bitte was? Oha! Shinjiri! Oma wie? Was war denn das, Kryptor? Ja, dann erzähl mal. Ich sehe es hier leider nicht. Hast du auch nicht gehört? Nein, leider nicht. Ah, okay, war mir schon klar. Ja, also diese Mira, oh, ich hab's gerade gar nicht, oh, ich hab's gerade nicht gesehen. Die ist wohl geflüchtet, da wo sie gefangen war. Und hat dann noch irgendwas gesagt von wegen, ja, aber pass auf dich auf, da ist wohl irgendeiner, der beobachtet dich von innen heraus und so. Und deswegen habe ich gesagt, Revenant, eventuell. Könnte ja sein. Glaube ich nicht. Ich sag ja, eventuell. Das ist bestimmt Und. kostig. Nein, glaube ich nicht. Ja, da glaube ich auch noch weniger. Slifeline! Ah! Spaß. Hier ist dein Geburtstagsgeschenk. Mein Geburtstagsgeschenk, ja! Nee, Du und, hast doch gar nicht Geburtstag. ich weiß. Da hat Krypto dann gesagt, oh, Scheiße. Ich hab's gelesen, aber ich hab jetzt nur dieses Japanische im Kopf. Er hat's auf jeden Fall auf Japanisch gesagt. Irgendwas hat er da gefaselt. 10 Sekunden, um zurück in den Ah, Ring die zu nehme ich kommen. natürlich auch gerne.
Ja, also die, auf jeden Fall ist die raus, die ist geflüchtet. Das bedeutet, es könnte wirklich sein, dass wir die in der nächsten Season sehen. Ich weiß aber nicht, wo sie jetzt gefangen war. Wahrscheinlich auf dem Planeten, wo Krypto war. Vielleicht ist das ja Olympus. Das könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall ist er ja irgendwo weggeflohen, weil sie ihn ja Genau. des Mordes bezichtigt haben. Und es könnte Olympus sein. Vielleicht ist das dann auch dieser nächste Story-Plot, dass dann eine Hetzjagd auf Krypto gemacht wird. Oh, das kann natürlich sein. Dass dann quasi seine Storyline kommt, oder besser gesagt die Storyline von seiner Schwester, aber wo er halt auch mit involviert ist, so gesehen. Ah, Definitiv. könnte ganz interessant werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Map. Da bin ich sowieso schon drauf sehr gespannt. Ich sehe noch eine Map, lila Rüstung, die glaube ich. Karte. Entschuldigung. Ja, komm mal mit, hier ist noch eine lila Rüstung. Wir formieren uns hier neu. Sofort. Ich komme geeilt. Hier ist auch noch eine Mastiff. Falls du noch brauchst. Da ist noch ein blauer Rucksack. Dann nehme ich den mal. Ah ja, Schnauze. Halt wirklich so. Oh, weißt du was, ey, ganz ehrlich. Hallo. So. Nee, die Dinger gehen auf den Sack. Warum nicht? Ich hab die Shotgun-Muni mit. So. Warte mal, den brauchen wir nicht unbedingt. Hallo! Wieso tötest du den jetzt auch? Sag mal. Ja, also wenn, dann haben sie gerade nur kurz die Schüsse gehört, aber dann ist rum. Und dann kann man ganz gechillt hier noch ein bisschen bleiben und looten. Ja, aber Ohne dass. warum hast du denn gerade eben dann noch gesagt Hallo, so zu mir? Ja, weiß ich nicht, habe ich gar nicht gesagt. Ach komm. Hä? Was du wieder hörst, na hör mal. Ja. Oh, besseres Visier auf jeden Fall. Nice. Zu dem Visier bräuchte ich auch mal eine gute Waffe. Das wär's mal vielleicht. Bei der Hemlock kann man sich schenken, glaube ich. Ich wusste doch gar nicht, dass man die Tiere überhaupt umbringen kann. Was? Okay. So, ich schau mal ganz kurz. Null Teams in der Nähe, aber das ist schon. Das ist schon mal viel wert. Also wir haben auf jeden Fall. Dann lass uns doch dahinter gehen. Ich rufe meine Drohne zurück. Wo denn? Ja, würde ich auch sagen. Also safe ist auf jeden Fall entweder ist sie die neue Legende oder halt diese Ash. Bei der Ash denke ich mal auch tatsächlich, dass sie es nicht ist, weil man die ja noch zusammensetzen muss. Die ist ja noch nicht komplett zusammengesetzt. Vielleicht wird es auch ein komplett neuer Charakter, aber keine Ahnung, dann hätte jetzt diese Storyline ja gar keinen wirklichen Sinn. Bist denn du jetzt? Es muss ja auch nicht alles Sinn machen, oder? Doch, klar, hä? Warum bringt man denn sowas mit rein? Verstehe ich nicht. Weil der Vergleich. Ja, manchmal ist es ja so, dass Entwickler was mit reinbringen und das dann aber nicht weiterführen, weil. Nee, also das habe ich. Bodennebel oder so. Ja, das habe ich noch nie mitbekommen, tatsächlich. Ich wüsste jetzt auch kein Beispiel. Also bei Epics ist ja nun ein Spiel, was die ganze Zeit supportet wird. Wenn du jetzt von Spielen redest, die, ich sag jetzt mal beispielsweise Anthem-mäßig, die dann irgendwann nicht mehr supportet werden, weil das Spiel halt auch einfach nicht gut war. Das Spiel war gut. Es hatte echt nein. Viel Potenzial, aber. Ja, aber es war trotzdem nicht gut. Potenzial war da, aber es war nicht gut. Weil das Looten war absolut, es war absolut schlecht. Ja, stimmt wohl. Für einen Loot-Shooter, was war das? Das war nichts. Aber Anthem 2.0 ist ja fast fertig, laut Dingens. Ich habe da schon wieder ja, genau, etwas gehört. Ab auf die PS5 damit. Macht eure PS5 gleich ja. Wieder kaputt. Yay, ihr ja. Abfahrt. Ja, wenn sie es für die PS5 machen, dann, nee, dann sorry, das mache ich dann auch nicht mit. Das nee, ist mir dann ich noch ein mir bisschen Anthem zu risky. Garantiert nicht mehr. Nee, es soll ja ein Update für Anthem Dingsbums sein, glaube ich. Ja, ist mir scheißegal. Aber nee, ich habe genug Spiele, ich habe einfach genug. Ich habe Epics, ich habe Rogue Company, ich habe
Rein theoretisch sogar noch Rainbow, wenn ich drauf Bock habe. Ich habe so viel Multiplayer-Spiele und dann noch Ach, ich hab Singleplayer, auch also so nee. viel. Da brauch ich nicht nochmal irgendein Spiel, wo man extrem viel Zeit reinstecken muss. Klar, okay, bald kommt Cyberpunk, das ist aber auch was ganz anderes. Da will man das ja auch irgendwie. Das ist halt kein Multiplayer-Anthem-Spiel. Das irgendwie wieder auf Loot-Shooter-Basis ist. Ich habe auch nichts gegen Loot-Shooter. Loot-Shooter sind doch eigentlich ganz geil, aber der beste Loot-Shooter ist immer noch Borderlands. Da ist. Apropos. Ich weiß, ja. Da führt keiner, nicht mal Destiny ist so gut. Nee, Destiny hat eigentlich auch gut Potenzial, Ja. aber sagen. Ich werde mir auch kein Destiny 3 holen oder so, ganz sicher nicht. Ich werde mir auch kein Destiny mehr holen, also irgendwann ist auch mal Schluss mit lustig. Ja, finde ich halt genauso. Man muss mal tatsächlich irgendwann mal Konsequenzen setzen. Das spielen, was man hat. Ziehen. Konsequenzen setzen, Konsequenzen ziehen. Nee, setzen. Oder Das ist nicht? nur das Goldene. Das ist der Schädelspalter 3, Ich habe hier alles eine okay. Anpassung. Schädelspalter. Aber ich gucke auch erst immer zuerst nach einem Helm oder Rüstung. Oh Mann. Ich verstecke mich mal kurz und guck mal nach, ob hier irgendwo welche sind. Nochmal. Ich auf jeden Ja, Fall rechts und Schüsse, links sind aber welche. Augen am Himmel. Zwei Teams, das sind die beiden. Geh du mal vor, du bist jetzt die Offensive hier. Die sind am Käfig. Ah, die sind hier unten. Feind da drüben gesichtet. Warte mal, wie kommt man. Oh, da ist einer. Ja, Feind gesichtet. Alles klar. Ja, lass mal. Ich hab grad mein Ding Von jedem runtergeholt. Team ist einer genockt. Von jedem Team ist einer genockt. Bin wieder da. Hab mich Ich von muss der dahin. Drohne Was abgemeldet. machst du denn da unten, Julia? Komm. Ich dachte, du Ich? gehst. Ja, ich hab doch gesagt, geh vor. Alter, du musst auch mal ein bisschen pushen. Nicht nur mal ich. Nö, sehe ich gar nicht ein. Ja, warum nicht? Bei mir ist wieder das Glück, dass zwei auf mich gehen, die Ja, von einem guck mal, anderen Kill. Team sind. Wir haben sie fertig gemacht. Beide Das war tot. der letzte. So. Na, siehst du, geht doch. Wunderbar, kann ich weiter looten. Sehr schön. Unnütz. Geht ja gar Flash nicht. dich. Nee. Nee, sorry, aber nee. Das geht mal so gar nicht. Das finde ich einfach frech. Tja, so bin ich. Ich habe nie einen, der pusht. Außer Yannick. Yannick pusht immer. Ja, Yannick spielt ja auch Pathfinder und Snoot kann sich halt weg Oh machen. So assi, ey. Aber, Also. ja gut, das ist halt auch ein Push-Charakter, muss man ja dazu sagen. Ne? Das ist ja leider so. Ja, da kannst du auf jeden Fall mal mit ihm eine Runde pushen, ist Sie gar sind kein weit Thema. weg. Aber Einer das war's dann aber auch schon. Und sobald er den ersten festen Schaden kassiert, Ah, siehst du die lilaner Schaden. Pathfinder-Typen nur, zack, einmal Haken raus und tschüss. Naja, was bringt es dir zu looten, wenn du nicht spiel, also wenn du dann nicht kämpfst, weißt du? Das ist es ja. Du hast doch schon gut Sachen. Du hast eine Rüstung. Du hast Ich hatte wahrscheinlich ja auch wieder gerade einen mein Helm. Care-Paket runtergeholt. Deswegen würde ich das hier noch in Ruhe looten. Ah, wenn du. Ist das für eine Weekly oder was? Wozu wird Care-Paket runterholen, wenn du schon eine Rüstung hast? Das verstehe ich Tja, halt nicht. warum nicht? Vielleicht gibt es noch eine gute Waffe oder so. Es gibt keine Waffen aus dem Lifeline-Care-Paket, das weißt du auch. Achtung, Weiß Granate! ich ja. Aber trotzdem hätte hier noch eine goldene Rüstung drin sein können. Oder ein Helm. Hab einen. Ich habe einen. Alter, wie weit weg du schon wieder von mir bist, ne? Genau Ja, weil das. du ja auch Unnormal. nicht mitkommst. Nee, Das du hast ja meine nicht ich. gesagt, du bist einfach losgerannt. Du bist einfach weggerannt. Jetzt mach den wenigstens weg. Nö, es ist ja schon wieder ein anderes Quad. Hä? Wow, Es war wo ein bist denn anderes du Quad. gestorben? Wow, das waren die letzten zwei. Leck mich am Arsch, ey. Und der hat er natürlich wieder geholt, den Arsch. Na gut. Das war noch die letzte Folge. Haut drin. Bis zur nächsten Folge. Ja. Und Tschüss. tschüss.